Und damit heiße ich euch herzlich willkommen in Pakistan. So, ich zeige euch diesmal ein bisschen was anderes. Wir sind hier in Islamabad, im Augenblick in der Saidpur Village. Und ihr seht, es ist mächtig heiß. Die Maske hat wieder mal versagt. Es ist wirklich, ja, also ungefähr 32 Grad und sehr, sehr feuchte Luft. Und wir sind hier eingeladen auf eine Hochzeit, die zeige ich euch dann später noch. Wir schlendern erstmal eine Runde durch Islamabad. Restaurant und ist schwierig, wenn man die Gerichte nicht kennt, was man dann bestellen soll. So, ich bin jetzt zwischen Kati Meti Boti und Kakara Tikka Boti. Und dazu gibt es natürlich noch eine kalte Cola. Ja, essen kann man hier wie Gott in Frankreich. Hinter mir seht ihr jetzt die Magala-Berge und vor den Bergen die Faisal-Moschee. Das ist eine der größten Moscheen in ganz Pakistan und im Augenblick sind Ferien. Deswegen kommen hier viele Familien her, um sich das anzusehen. Direkt vor dieser wunderbaren Zuckerrohrmaschine, unser Freund aus Pakistan. Und der Mann hat uns gerade einen frischen Zuckerrohrsaft gemacht. Schmeckt sehr gut mit Eis gekühlt. Sieht man bei uns wahrscheinlich zu Hause selten. Hinter mir seht ihr jetzt den Rubble Lake und das ist ein Ausflugspunkt fürs Wochenende. Und der Fischer hinter mir startet gerade sein Boot. Nein, das ist natürlich kein Fischer. Hier kann man mit Boot fahren. Für ein paar Rupees wird man hier mit einem sehr vertrauenswürdigen Boot, das zeige ich euch gleich, über den See geschippert. Das ist übrigens kein richtiger See, es ist ein Damm, der ist angestaut, damit man hier ein bisschen Strom machen kann. Und jetzt zeige ich euch das Boot, the look at the boat. Und da geht es zum Sonntagsausflug. Wunderbar.
und die beiden Leute da hinten, die schippern quasi dem Horizont entgegen. Ihrem lustigen Boot. Und die Insel, die ihr da seht, die habe ich übrigens gekauft. Und da bauen wir uns unser Traumhaus drauf. Und dann könnt ihr uns alle mal hier besuchen kommen. Ist doch nicht schlecht hier am See, ne? Ambiente ist perfekt. Damico Viewpoint auf halbem Wege ab zum Berg und hinter mir sind ein paar Fakten über Islamabad. Da brauche ich euch das nicht alles zu erzählen, ihr könnt jetzt einfach Pause drücken und euch das durchlesen. Nein, Fakt ist, hier wohnen ungefähr eine halbe Million Leute und die sind heute alle hier auf dem Berg, um ja, die schöne Aussicht von hier zu genießen. Seht ihr sicherlich gleich, hinter uns wird scharf geschossen mit Luftgewehr. Deswegen fahren wir jetzt auch weiter. Ich hoffe, ich bin bald oben, weil die Hitze, die macht einen doch sehr zu schaffen. Und dann oben erwartet eine kalte Cola auf uns. Bis gleich. Endlich oben angekommen nach 12 Stunden Marsch der grünen Hitze. Hier oben ist es zum Glück ein bisschen kühler und hier hinten spielt auch schon die Musi und jetzt können wir uns unsere kalte Cola endlich abholen, die wir uns dann doch verdient haben. Ich werde jetzt mal ein Pan probieren und das ist eine einheimische Spezialität. Das sind Süßigkeiten eingewickelt in ein Blatt. Man soll alles mit einmal in den Mund stecken und dann kauen wie Kaugummi. Das probieren wir jetzt mal. Das ist ein bisschen unhandlich vielleicht. Mein Mund ist zu klein. Sonst immer große Klappe, wenn es drauf ankommt. Ich habe noch eine halbe Stunde zu tun hier. Sehr süß. Gar nicht. Generell gut. Ich hätte es gern was zu spülen. Wie schon gesagt, sind wir hier auf eine Hochzeit eingeladen und dann geht man eben so zur Hochzeit. Die geht 3 Tage. Heute ist schon der 2. Tag und wir schauen uns diesen Tumult jetzt einmal an.
Vermählung gerade schreitet voran. Es ist ziemlich viel Tumult. Ich hoffe, ich kann euch noch Bilder etwas näher zeigen. Was jetzt gemacht wird, es werden viele, viele Bilder gemacht mit den ganzen Familien, ihre Familie, seine Familie. Das muss alles festgehalten werden, passiert jetzt alles dort. Wie gesagt, ein bisschen zu bunt. Ich hoffe, ich kann euch das auch noch zeigen. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr toll. Und damit kommt meine Reise durch Pakistan zu einem Ende. Es war ein bisschen kürzer diesmal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt wieder einen super Einblick bekommen in eine neue Kultur diesmal. Und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr unten auf Like drückt.